Vorwort. Jenny Marx, das war doch die Ehefrau von, oder war es die Schwester, oder war es doch die Tochter? Als ich meinen ersten Kontakt mit der Jenny Marx Gesellschaft für politische Bildung e.V. aufnahm, wusste ich fast nichts über das Leben von Jenny von Westphalen. Als Vorsitzender dieser parteinahen Stiftung war es für mich eine Selbstverständlichkeit, mich mit dem Namen der Namensgeberin auseinanderzusetzen. Ein spannendes Erlebnis, denn Jenny Marx war wesentlich mehr als die Frau von. Jenny von Westphalen war eine faszinierende Frau voller Widersprüche, intelligent und hochgebildet wie nur wenige Frauen ihrer Zeit, geboren als Baroness, wohlbehütet aufgewachsen in einer großbürgerlichen Gesellschaft, geprägt durch den liberalen Vater, entwickelte sie bereits in der Jugend eine romantisch geprägte sozialistische Einstellung, die sie veranlasste, ihr Leben lang für diese Ideale zu kämpfen. Jenny war eine bemerkenswerte, eigenständige Persönlichkeit, eine große Sozialistin der deutschen Geschichte. Die Umstände ihrer Wirkungszeit brachten es mit sich, dass sie sich als Frau nur an der Seite eines Mannes politisch betätigen konnte. Als diesen Mann wählte sie ihren Spielkameraden aus der Kindheit, den Nachbarssohn Karl Marx. Marx war 4 Jahre jünger als sie. Ein fast mittelloser Student aus einer jüdischen Juristenfamilie und galt in Preußen bereits als revolutionärer Querkopf. Lange Jahre wartete sie mehr oder weniger geduldig auf die Hochzeit, sich gegen die Widerstände in ihrer eigenen Familie behauptend. Karl war nicht gerade der ideale Schwiegersohn und er war wahrscheinlich keine gute Partie. Die offizielle Verlobung geriet in einen Skandal der Trierer Gesellschaft. Eine Hochzeit in dieser Stadt konnte sie beiden Familien nicht mehr zumuten. Karl Marx war unbestritten ein Genie, aber Jenny war ihm ebenbürtig, konnte seinen Gedankengängen folgen, ja ihn sogar mitunter beeinflussen. Ihr blieb es versagt, das Gymnasium, die Universität zu besuchen. Erst 1908, also 27 Jahre nach ihrem Tod, wurde in Preußen Frauen zum Studium zugelassen. Sie musste sehr vieles im Selbststudium erlernen. Marx berichtete, wie sehr die beiden auch in den wissenschaftlichen Theorien harmonisierten und dass er auf Jennys Meinung allergrößten Wert legte. Alle Werke wurden von ihr für den Druck kopiert. Jenny verstand sich als Atheistin, ohne ihre evangelische Herkunft sowie protestantische Werte zu verleugnen. Auf ihren Wunsch wurde die Trauung in einer Kirche vollzogen. Das Ehegelübde wurde von ihr nie gebrochen. Sie hielt zu ihrem Mann in den wenigen guten und den vielen schlechten Zeiten. Sie wurde wegen ihres Mannes und ihrer politischen Überzeugung aus 2 Ländern verwiesen, verbrachte eine Nacht zwischen Huren und Landstreicherinnen im Gefängnis, erlebte Armut am eigenen Leib und den Tod von 3 ihrer Kinder. Es sind insgesamt 4 Kinder gestorben, aber 3 Kinder durch Armut. Sie hatte die Größe, einen Seitensprung ihres Mannes mit der Hausangestellten Helene Demuth zu ignorieren und pflegte den an vielen Krankheiten leidenden Karl. Zu Helene Demuth hatte sie ein gutes Verhältnis, während sie Mary Burns, der Partnerin von Friedrich Engels aus irischem Proletariermilieu, mied. Ein Verhalten, das sie bei ihrer Nachfolgerin nicht wiederholte. Trotzdem soll hier Jennys Bild nicht verklärt werden. Ihre hausfraulichen Talente ließen zu wünschen übrig. Sie konnte absolut nicht mit Geld umgehen und überließ die Kinder oft dem Dienstpersonal. Auch wenn die Berichte des Spions, den ihr Halbbruder Ferdinand, ein preußischer Minister, schickte, sehr übertrieben scheinen, mit der Reinlichkeit nahm man es im Hause Marx nicht so genau. Ob Jenny kochen konnte, ist nicht überliefert, wohl aber, dass sie sehr viel genäht hat. Wenn Geld im Haus war, lebte das Paar auf großem Fuß. Als Karl einmal an Engels schrieb, im vorhergehenden Jahr habe man etwas über die Verhältnisse gelebt, war dies stark untertrieben. Man fuhr zur Kur, an die See, zumeist auf Kosten von Friedrich Engels. Immer wieder wird berichtet, dass Karl und Jenny Marx oftmals in bitterer Armut lebten. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Denn zwischen 1843 und 1881 gaben die beiden ein Vermögen aus. Ihre Unfähigkeit, Geld einzuteilen, ist legendär. Es ist überliefert, dass während der Hochzeitsreise die Geldkassette offen auf dem Tisch stand und jeder Gast sich unkontrolliert daraus bedienen durfte. Hat übrigens nicht die gesamte Hochzeitsreise gehalten, diese Kassette.
War Geld im Haus, wurde jeder unterstützt, der hilfsbedürftig schien. Viele Projekte, vor allem Buchveröffentlichen, mussten selbst finanziert werden. Es ist müßig festzustellen, wie es einst sowjetische Wissenschaftler versucht haben, welche Geldsumme in den 38 Ehejahren ausgegeben wurde. Es war eine gewaltige Summe. Jenny fühlte sich niemals der Arbeiterklasse zugehörig. Sie blieb bis an ihr Lebensende eine Adlige. Den Klassenkampf sollte das Proletariat gegen das kapitalistische System führen, nicht gegen den Adel. Jenny war keine Marxistin, wie Luise Dornemann belustigenderweise behauptet. Sie war ein Teil von Marx. Sie theoretisierte nicht nur, sie lebte den Sozialismus. Niemand, der ihre Gesinnung teilte, wurde von Jenny abgewiesen. Egal, wie beengt die Familie wohnte, wer keine Unterkunft hatte, wurde aufgenommen, das letzte Essen geteilt. Jenny trieb ihren Mann an, seine wissenschaftlichen Studien voranzutreiben, unterstützte ihn in der politischen Arbeit ohne Zögern, unterbrach ihre Mitarbeit an seinen Werken selbst für eine Geburt nur um wenige Tage oder Stunden. Zu Jennys Vorlieben zählten Literatur und Theater. So oft sie konnte, ging sie ins Theater. War das Geld knapp, genügte auch ein Stehplatz im dritten Rang. Die Liebe zu Shakespeare war in der Familie von Westphalen erblich. Auch Jennys Kinder wurden behutsam an die Großen der Literatur herangeführt. Sie selbst schrieb unter Pseudonym zeitweise für die Kulturseite der Frankfurter Zeitung Artikel. Dem nachlassenden Interesse an Shakespeares Werken in England versuchte sie entgegenzusteuern. Ihre Artikel beeinflussten die gerade gegründeten Shakespeare-Gesellschaften in Deutschland. Zu ihrem Halbbruder Ferdinand hatte sie immer ein gutes Verhältnis, obwohl er ein entschiedener Gegner von Marx und königstreu war. Auch für ihn war sie die Lieblingsschwester, auch wenn es nur die Halbschwester war. Er ließ nichts unversucht, um die Verlobung zu hintertreiben. Zugleich gab er ihr die Sicherheit, jederzeit selbst als geschiedene Frau in die Gesellschaft zurückkehren zu können, der sie entsprang. Karl sah gut aus, war mancher Versuchung ausgesetzt. Jenny war eifersüchtig. Oft wurde Karl eingeladen mit Engels, der das lockere Leben liebte, zu Kneipen. Wenn Engels ihr Karl nicht nur für Stunden, sondern bei gemeinsamen Reisen auch für Wochen entzog, war Jenny auch auf ihn eifersüchtig. Karl brauchte Jenny mit zunehmendem Alter immer mehr. War sie krank, konnte er nicht arbeiten. Bekam sie über die oft verzweifelte Lage Depressionen, wurde auch er krank. Als sie an Krebs erkrankte, konnte er keine Zeile mehr schreiben. Als sie starb, war sein aktives Leben beendet. Aber es ging im Hause Marx auch fröhlich zu. Noch im hohen Alter konnten sie wie Kinder miteinander rumalbern. Der familieneigene Witz und Spott waren gefürchtet. Alle Familienmitglieder und viele Freunde wurden mit Spitznamen gedacht. Karl liebte Kinder und alle Kinder liebten Karl. Das Geheimnis, gleich ob es die eigenen oder Fremden waren, er betrachtete sie als gleichwertig. Die Sonntagsausflüge waren legendär. Die Familie wurde fast immer begleitet von politischen Freunden. Natürlich konnte auch ich nicht alle Fragen klären. Es existieren viele Porträts von Jenny und sehr viele von Karl, aber auf keinem Bild sind sie gemeinsam abgebildet. Kein Hochzeitsfoto, kein Familienfoto. Warum ist keine Beschreibung von Jennys Fahrt nach Trier 1854 überliefert? Handelt es sich da um eine Ehekrise? Woher stammt das Vermögen von 2000 Pfund Sterling, das Friedrich Demuth, der uneheliche Sohn von Karl Marx, vererben konnte? Warum wurde Jenny in ungeweihter Erde begraben? Sie sah sich zwar als Atheistin, trat aber, wie auch Karl, nie aus der Kirche aus, war kirchlich getraut worden, lebte also nicht in Sünde. Egal. Jenny Marx war eine beeindruckende Frau. Zu ihrem 125. Todestag am 2. Dezember 2006 soll dies eine Biografie sein, die ihr hoffentlich gerecht wird. Als Jenny Marx, geborene Baroness von Westfalen und nicht wie bisher lediglich als Frau von Karl Marx. Jenny stammt nicht, wie vielfach vermutet, aus dem Hause von Westfalen-Fürstenberg. Ihr Großvater Philipp Westphal wurde 1764 in den Reichsritterstand als Edler von Westfalen erhoben. Ihre Großmutter war, und jetzt kommt's wieder, Jenny Wishart Pillerow. Ist das richtig? Jeannie Wishart of Pillerow.
Ich habe es geschrieben, aber habe mit den Personen nie persönlich gesprochen. Nachfahren der Familie Agül, uralter schottischer Hochadel. Jetzt hört es auch wieder auf mit den Fremdwörtern. Jennys Vater, Ludwig von Westfalen, in erster Ehe verheiratet mit Lisette von Feldheim, früh verwitwet mit 4 Kindern, war Landrat in Salzwedel, wo Johanna, Bertha, Julie, Jenny von Westfalen, also ist eine Person. Ne? Am 12. Februar 1814 das als älteste Tochter der zweiten Ehefrau Caroline Heubel zur Welt kam. Die Mutter kam aus gutbürgerlichen Verhältnissen, aber zeitlebens mit dem Makel der vorehelichen Zeugung behaftet. Es war zwar ein eheliches Kind, aber die Zeugung. Sie wurde von der Gesellschaft nicht anerkannt. Als Jenny 2 Jahre alt war, wurde ihr Vater als Landrat in das gerade wieder an Preußen gefallene Trier versetzt. Ihre beiden Halbschwestern blieben im Braunschweigischen. Jenny hat sie nie kennengelernt. Der älteste Halbbruder Ferdinand studierte. So kamen die von Westfalen mit Halbbruder Karl, Großvater Heubel und der unverheirateten Tante Christiane Heubel in Trier in der Neugasse 389, heute Neustraße 83 an. Das ist in diesem Häuserblock auf der Rückseite. Im Hause von Westfalen verkehrte der Advokat Heinrich Marx, dessen Tochter Sophie Jennys beste Freundin wurde und dessen Sohn Karl mit Edgar Freundschaft schloss. Französisch lernte Jenny vom Dienstpersonal. Also Dienstpersonal war in diesem Hause selbstverständlich. Englisch bereits als 12-Jährige auf langen Spaziergängen mit ihrem Vater. Die Spaziergänge, auch Edgar und sein Freund Karl schlossen sich an, dienten der Allgemeinbildung, der Literatur und der Weitergabe des humanistischen, liberalen Gedankenguts des hochgebildeten Vaters. Als 1830 Edgar von Westfalen und Karl Marx auf das Trierer Gymnasium geschickt wurde, war Jenny bereits in die Trierer Gesellschaft eingeführt, besuchte Bälle und Theateraufführungen, ganz wie es einem jungen Mädchen aus gutem Hause zukam. Auch als sich Jenny, 17-jährig, nach einer durchtanzten Ballnacht spontan mit einem 28-jährigen Offizier, dem Sekundeleutnant Karl von Pannewitz, verlobte, blieb die sehr enge Beziehung zwischen Edgar, Jenny, Sophie und Karl erhalten. Doch mit ihrem Verlobten, so musste Jenny bald erkennen, konnte sie nicht diskutieren. Er wusste nicht, wer Hamlet war. Und er war verwirrt, als sie die Umstände erwähnte, unter denen die Armee von Paris 1830 auf das Volk geschossen hatte. Wenn ein Soldat den Befehl bekommt, zu schießen, dann habe er zu schießen. So einfach sei das, meinte der Sekundeleutnant. Militärische Disziplin und Gehorsam waren ihm stets wichtiger als Literatur und soziale Probleme. Jenny, die anfangs von den Huldigungen ihres Verlobten durchaus geschmeichelt gewesen war, fühlte sich von dessen Oberflächlichkeit und geistloser Ignoranz abgestoßen und löste die Verlobung wieder. Jennys Mutter hätte es gern gesehen, wenn Jenny in einer guten Partie sicher unter die Haube gekommen wäre. Jennys Vater hingegen war erleichtert. Die schnelle Fair- und Entlobung blieb in der Verwandtschaft nicht unkommentiert. Jennys Halbbruder Ferdinand schrieb krittelnde Briefe und dessen Frau Luise bemerkte, von Jennys bürgerlicher Mutter sei eine standesgemäße Erziehung natürlich nicht zu erwarten. Das 17-jährige Mädchen der besseren Gesellschaft hatte, wenn auch unbeabsichtigt, gegen Konventionen verstoßen. Ein von Pannewitz wäre durchaus in ihren Kreisen eine angemessene Partie gewesen. Ferdinand von Westfalen war auf dem Weg in die gehobene Beamtenkarriere, bei der ein nützlicher Schwager hätte, den er als nützlichen Schwager hätte gebrauchen können. Ludwig von Westfalen war von Karls Intelligenz und Wissbegierde begeistert. Von etwa 1831 an veranstaltete er für Edgar und Karl Diskussionsrunden zu politischen und sozialen Themen, an denen auch Jenny begeistert und voller Leidenschaft teilnahm. Gemeinsam unternahmen die 4 lange Spaziergänge. Jenny fühlte sich wie die gesamte gebildete deutsche Jugend dieser Zeit stark von der Romantik angezogen. Daneben war sie auch vom Sturm und Drang nicht unbeeinflusst und träumte von der Revolution. Marx-Forscher sind sich einig, dass hier eine gemeinsame Basis entstand, die im Leben von Jenny und Karl Bestand haben sollte. Auch wenn Karl wenig später von Hegel, Feuerbach, von Kant beeinflusst wurde,
Die Gespräche mit Ludwig von Westfalen waren die erste Begegnung mit der Philosophie. Da Jenny Gymnasium und Universität verwehrt blieben, musste sie sich autodidaktisch bilden. Sie las gern und diskutierte das Gelesene oft mit ihrem Vater. Jennys Jugend in einer liberalen Trierer Familie war von aufregenden politischen Entwicklungen geprägt. Um 1830 wurden in Trier 7 verschiedene französische Zeitungen verkauft, alle liberaler als irgendeine preußische Druckschrift. Die Pariser Julirevolution 1830, die Erhebung in Polen im Herbst 1830 und das Hambacher Fest 27. Mai bis 30. Mai 1832 sorgte nicht nur im Haus der von Westphalen und Marx für reichlich Gesprächsstoff, auch im Trierer Gymnasium zirkulierten heimlich die Hambacher Festschriften. Karl ging zum Jurastudium nach Bonn, Edgar nach Berlin, Jenny langweilte sich in Trier. In den Semesterferien kehrte Karl mit Löwenmähne, schwarzem Vollbart, ein Bild von einem Mann, nach Trier zurück. Die beiden verliebten sich stürmisch ineinander, verlobten sich heimlich, nur Heinrich Marx erfährt es, der Karl daraufhin ins ferne Berlin zum weiteren Studium schickt. Trotzdem, im folgenden Jahr wird die Verlobung bekannt gegeben. Jenny erkrankt schwer, um diese Verlobung zu ertrotzen. Es war also ein langer, langer Kampf, das durchzusetzen. Sie wird zum Tagesgespräch in Trier. Nun muss sich Jenny weitere 6 Jahre gegen den pensionierten Vater, der unendlich viel Zeit hat und das Getuschel der Gesellschaft behaupten. Heinrich Marx starb, das Geld wurde knapp. Ludwig von Westfalen starb und auch dort entstanden finanzielle Lücken. Als Karl endlich mit Promotion und fester Anstellung bei der Rheinischen Zeitung den Hochzeitstermin festsetzte, zog Jennys Mutter nach Bad Kreuznach, um der Trierer Gesellschaft den Skandal einer Hochzeit zu ersparen. Die Hochzeit fand am 19. Juni 1843 im Beisein von Caroline und Edgar von Westfalen sowie 4 Kreuznacher Bürgern als Trauzeugen in der Paulskirche statt. Jenny hatte auf eine kirchliche Trauung bestanden. Karl, obwohl er sich als Atheist sah, war nie aus der Kirche ausgetreten. Die Braut trug ein grünes Seidenkleid, der Brautstrauß war in rosa gehalten. Eine Aussteuer, wie sie einer Baroness von Westfalen zugestanden hätte, konnte die Mutter ihr als Witwe nicht bieten. Das einzig Wertvolle, was Caroline von Westfalen ihrer Tochter gegeben hat, ist das prachtvolle Silber der schottischen Vorfahren mit dem Familienwappen der Grafen Argyll. Dazu noch Damastwäschestücke und eine Schatulle mit etwas Geld. Von der Schatulle war schon die Rede. Wie oft das Silber und die Wäsche später ihre Rettung sein werden, das ahnen Jenny und Karl damals nicht, heißt es in einer neueren Biografie. Um geistig mit ihrem Mann mithalten zu können, studierte Jenny nach den Flitterwochen intensiv die Hegelsche Dialektik und Feuerbachs Wesen des Christentums. Für eine junge Frau ein ausgefallener Lesestoff. In den erweiterten Flitterwochen kam es zwischen den Eheleuten zu lebhaften Diskussionen über Politik. Später ist bei Marx immer wieder die Rede davon, dass er alle seine politischen Gedanken mit seiner Frau erörtert habe und ihre Kritiken und Meinungen in seine Gedanken eingeflossen seien. Andersherum war es genauso. Die politischen Gedanken von Jenny wurden stets von Karls Theorien beeinflusst. Da Jenny aufgrund ihrer Erziehung ihren Mann niemals öffentlich kritisiert hätte, ist nicht überliefert, inwieweit sie Karl beeinflusste. Über die Grundsätze sozialen Handels waren sie sich spätestens seit dem Hambacher Fest einig. Mit einem Abschlag auf Karls väterliches Erbe ging es nach Paris. Karls Ruf eilte ihm voraus und das Paar, Jenny war schwanger, verkehrte in den Salons der Gesellschaft. Sie lernten Heinrich Heine kennen und verkehrten bei Herwegs auf großem Fuß. Jenny schenkte ihrem Mann eine Reitgerte mit goldenem Knauf. Karl reitete nicht, konnte auch nicht reiten. Aber es sieht so elegant aus. Der Vorschuss aufs Erbe, von dem sie 5 Jahre angenehm hätten leben können, war in wenigen Monaten aufgebraucht. Das erste Jahrbuch erschien, statt Geld gab es Ärger. Am 1. Mai 1844 bekam Jenny ihre erste Tochter, die kleine Jenny. Die beiden Eltern waren mit der Situation restlos überfordert. Karl liebte Kinder
Praktisch war er aber völlig ungeeignet. Und Jenny kam aus Kreisen, in denen Kinder der Mutter satt und sauber übergeben wurden. Kurz entschlossen, fast in Panik, reiste Jenny mit Klein Jenny in der Extrapost nach Trier, denn das Kind war schwach und leidend. 1844 mit einem kranken Säugling von Paris nach Trier zu fahren, war abenteuerlich. Täglich fuhr die Schnellpost, Malle Poste, von Paris über Metz in Richtung Mainz. 6 bis 8 Reisende saßen in einer engen Kabine. Pausen wurden nur beim Auswechseln der Pferde und an den Poststationen gemacht. Jenny hielt den quengelnden Säugling ständig im Arm, denn jede Erschütterung musste ausgeglichen werden. Die bösen Blicke der genervten Mitreisenden ignorierte sie, denn auf Verständnis und Mitleid konnte sie nach längerer Fahrzeit nicht mehr hoffen. Nach 3 endlos langen Reisetagen mit kurzen Übernachtungspausen in einfachsten Herbergen endlich die Ankunft in Saarbrücken. Zwischen Saarbrücken und Trier verkehrte gleichfalls täglich eine Postkutsche. Nochmals ein langer Reisetag, an dessen Ende schon in der Dämmerung endlich nach 15 Stunden Trier erreicht wurden. Die wesentlich praktischer veranlagte Caroline von Westphalen nahm das Ruder in die Hand. Für Klein Jemmy wurde eine Amme gefunden, ein Arzt wurde konsultiert, das Kind erholte sich umgehend. Jenny kam Trier jetzt provinziell vor. In ihrer Pariser Garderobe machte sie auf die Trierer Bürger großen Eindruck. Jenny kam kaum dazu, Besuche zu machen, denn alles, was in Trier Namen hatte, besuchte sie. Während Jenny in Trier ist, befreundet sich Karl mit Friedrich Engels. Karl schreibt für den Vorwärts, was zur Folge hat, dass der Preußenkönig dem bekannten Alexander von Humboldt eine wertvolle Vase mitgibt, ihn an den französischen Hof schickt und dessen Geschenk dafür sorgt, dass Karl aus Frankreich ausgewiesen wird. Jenny löst den Haushalt auf und folgt nach Brüssel. Jennys Mutter schickt ein Hausmädchen, Lenchen Demuth. Dieses einfache Mädchen vom Lande wird dem Führer der Ersten Internationale den Haushalt führen, seine Kinder aufziehen, seinen einzigen überlebenden Sohn gebären und es als einzige wagen, selbst bei seinen Wutausbrüchen ihm zu widersprechen. Es ist überliefert, außer Lenchen Demuth hatte keiner den Mut, wenn Karl einmal in Stimmung war, ihm zu widersprechen. Familie Marx durfte in Brüssel wohnen, aber nicht über politisch aktuelle Themen schreiben, also kein geregeltes Einkommen in Sicht. In Brüssel lernte Jenny Friedrich Engels kennen. Allerdings störte Jenny von Anfang an der Lebensstil von Friedrich Engels. Dass er mit der irischen Arbeiterin Mary Burns in wilder Ehe zusammenlebte, war nach Jennys Moralvorstellung nicht zu akzeptieren. Der fehlende Trauschein allein reichte aus, dass Jenny es ablehnte, Mary Burns auch nur kennenzulernen. Eine Freundschaft oder auch nur nachbarlichen Umgang kam nie zustande, da diese Verbindung bis an Marys Lebensende nicht durch eine Eheurkunde legalisiert wurde. Moralisch hielt sie Engels eher für einen Wüstling. Dadurch kam es immer wieder zu Spannungen zwischen ihr und Engels. Dies war offensichtlich eins der wenigen Themen, bei denen das Ehepaar Marx uneins war, denn Karl akzeptierte die Verbindung mit Mary Burns vorbehaltlos. Vieles deutet darauf hin, dass Jenny Friedrich Engels nicht mochte. Engels kam täglich ins Haus, verschwand stundenlang mit Karl im Arbeitszimmer. Waren sie länger als 24 Stunden räumlich getrennt, schrieben sie sich Briefe. Es sind 5 dicke Bände mit Schriftverkehr von den beiden erhalten. Jenny war von Engels finanziell abhängig. Immer wenn die Not besonders groß war, schickte er Geld. So eng Jenny und Karl auch sonst zusammenstanden, an Engels duldete Karl keinerlei Kritik. Engels war der eher ein Fremdkörper, der immer präsent war. Auf geistiger Ebene musste Jenny ihren Mann mit ihm teilen. Engels seinerseits verehrte Jenny geradezu. Er war zeitlebens von ihrer Intelligenz und Schönheit fasziniert. Kaum ein Brief, in dem ein Gruß an Jenny fehlte. Des Öfteren schickte er auch Wein und Champagner. Friedrich Engels war ein Genussmensch. Das Haus in Brüssel wurde zum Zentrum des wissenschaftlichen Sozialismus. Jenny immer an Karls Seite. Sie schrieb seine Manuskripte,
Karls Handschrift konnte außer ihr niemand lesen. Sie führte die Korrespondenzen, vertrat Karl, wenn er gerade nicht zu Hause war, und half anderen Emigranten. War Geld da, war man großzügig. Wenn nicht, ging das Familiensilber zur Pfandleihe. In Paris brach die 1848er Revolution aus und Brüssel beschloss, alle ausländischen Kommunisten auszuweisen. Karl wurde verhaftet und auch Jenny von einem Anwalt kommt, wurde mitten in der Nacht festgenommen. Eine Nacht verbrachte sie zwischen Huren und Landstreicherinnen, bis sie nach 2 Stunden Verhör am Morgen freikam. Immerhin kostete es den Brüsseler Polizeipräfekten seine Stellung, die Schwester des preußischen Innenministers verhaftet zu haben. Familie Marx, nunmehr mit 3 Kindern, Haushälterin, insgesamt 6 Personen, ging nach Paris. Aber schon 4 Wochen später gab es erzwungene Revolution, Reformen in Preußen, Revolution nicht, soweit ist nicht gekommen. Und die Familie zog weiter nach Köln, wo Marx und Engels bereits am 1. Juni, gut 3 Monate nach der 48er Revolution in Paris, die neue Rheinische Zeitung herausgaben. Wie in Brüssel war die Wohnung der Marx Zentrum der politischen Bewegung. Jenny war überall, in der Redaktion, auf politischen Versammlungen und bei ihren 3 Kindern. Auf einer Versammlung in Düsseldorf lernte sie Ferdinand Lassalle kennen. Trotz Arbeiterprotesten, wie zwischen Köln und Düsseldorf mit mehr als 100.000 Teilnehmern, gewann der Preußenkönig wieder die Oberhand. Fortschrittliche Zeitungen, wie auch die Neue Rheinische, wurden verboten. Gegen Engels erging Haftbefehl. Karl Marx wurde ausgewiesen. Und Jenny durfte mal wieder einen Haushalt auflösen. Und so reiste sie ihrem Mann nach Paris nach. Zum 3. Mal binnen 18 Monaten wurden die beiden ausgewiesen und gingen ins endgültige Exil nach London. Ein 6-Personen-Haushalt, mittellos, lediglich Jenny, sie war mal wieder schwanger, sprach Englisch. Als Jenny mit den Kindern in London ankam, war Karl erkrankt. In einem billigen Hotelzimmer und später in einer kleinen, schäbigen Wohnung kam sie unter. Am 5. November 1849 kam der 2. Sohn Föckschen zur Welt.
Kurz darauf erlebte Jenny ihre erste Zwangsräumung. Karl arbeitete in der Bibliothek des Britischen Museums, als die Vermieterin in die kleine Wohnung stürzte und sofort 5 Pfund zur Begleichung von Mietschulden verlangte. Jenny hatte keinen Penny und so wurde von 2 Pfändern alles Hab und Gut, einschließlich der Spielsachen der Kinder, gepfändet und aus der Wohnung auf die Straße geschafft. Als die umliegenden Händler, bei denen angeschrieben worden war, davon erfuhren, verlangten auch sie ihr Geld. Unter den Augen der gaffenden Menge, Jenny schrieb in ihren Erinnerungen von 200 bis 300 Menschen, wurden ihre Habseligkeiten versteigert. Aber Jenny hatte trotzdem noch Glück, denn Zwangsräumungen nach Sonnenuntergang waren in London verboten. So wurden die Betten unter Protest der Vermieterin wieder in die Wohnung geschafft. Der Auszug unter den Augen des Gerichtsvollziehers und Polizisten sowie des schadenfrohen Pöbels muss eins der erniedrigsten Ereignisse im Leben von Jenny Marx gewesen sein. Sie landeten in einem Hotel, in dem deutsche Flüchtlinge untergebracht waren. Als sie dort ihre Miete nicht zahlen konnte, wurde ihnen das Frühstück verweigert. Ein jüdischer Spitzenverkäufer erbarmte sich und nahm die Familie auf. Einige Tage hausten nun 3 Erwachsene und die 4 Kinder in der Dean Street 68 in 2 Zimmern, bis sie kurz darauf in der gleichen Straße im Haus 22 eine kleine Wohnung fanden. London hatte immerhin den Vorteil, dass nicht die Polizei ausweisen konnte, sondern nur ein richterlicher Beschluss, also politisches Asyl bereits im Gesetz verankert war. Man mag mir die Sicht nach heute verzeihen, fast besser als das heutige deutsche Asylrecht. Wieder betätigten sich Karl und Jenny politisch, korrespondierend mit ganz Europa, und hielten in der Zwei-Zimmer-Wohnung auch noch politische Seminare ab. Auch Engels, der sich bezahlte Arbeit suchen musste, ging das Geld aus. Im August 1850 reiste Jenny, wieder schwanger, zum Verwalter des Nachlasses von Heinrich Marx, Onkel Leon Philips, nach Holland, kam erfolglos zurück. Allerdings war die Haushälterin Helene Demuth nun auch schwanger. Der Vater wurde nicht genannt. Später entschloss sich Engels, äußerst widerwillig, offiziell die Vaterschaft anzuerkennen. Jenny war viel zu intelligent, als dass ihr auf Dauer die Wahrheit entgangen wäre. Wann sie erfahren hat, ist es nicht nachweisbar. Möglich ist, dass sie absolute Gewissheit 1854-55 oder sogar erst 1867 erhielt. 1854 klafft in ihrer Biografie eine Lücke. Es ist nur überliefert, dass Jenny zu ihrer Mutter nach Trier reiste, entweder gegen den Willen von Karl oder sogar ohne sein Wissen. In ihren wesentlich später verfassten autobiografischen Notizen findet sich lediglich folgender Satz, ich zitiere: In den Frühsommer des Jahres 1851 fällt noch ein Ereignis, welches ich nicht näher berühren will, das aber sehr zur Vermehrung unserer äußeren und inneren Sorgen beitrug. Dass Karl der Vater war, wusste offiziell nur Friedrich Engels, der nach dem Tode von Jenny, Karl und Helene dies seinem Hausarzt Dr. Freinberger und dem Freund und Übersetzer des Kapitals ins Englische, Samuel Moore, mitteilte, um eventuelle Schäbigkeiten gegenüber Friedrich Demuth in den Geschichtsbüchern zu verhindern. Helene Demuth hatte nach der Entbindung die Familie Marx verlassen wollen, war aber von Jenny inständig gebeten worden zu bleiben. Friedrich Demuth wurde zur Fuhrmannsfamilie Lewis in Pflege gegeben. Eine Schulausbildung erhielt er nicht, aber in eine Büchsenmacherlehre wurde er gegeben. Später war er aktiver Gewerkschaftler. Finanzielle Unterstützung von Friedrich Engels hat er offiziell nie erhalten. Auch erfuhr er wohl erst sehr spät, dass er der Sohn von Karl Marx war, zweifellos nicht zu dessen Lebzeiten, obwohl er nach Aussage der Haushälterin von Engels, Luise Freiberger, seinem Vater sehr ähnlich sah. Wörtlich überliefert, er sah ihm lächerlich. Leider ist von ihm kein Foto erhalten geblieben. Nun erlebte Jenny bitterste Armut. Föckchen starb kaum ein Jahr alt an Lungenentzündung und Franziska, die am 21. März 1851 geboren wurde, lebte auch nur etwa ein Jahr. Sie starb Ostern 1852 an Bronchitis. Trotz aller Not entschied sich das Ehepaar, dass Karl keine Lohnarbeit sucht, sondern sich seinen wissenschaftlichen Studien widmet.
Nun wird Jenny auch offiziell Sekretär von Karl Marx. Karl wird verhaftet, als er im Pfandhaus einen Teil aus der Mitgift, einen Silberteil mit dem Wappen des Grafen Agül, beleiht. Er sah nicht aus wie jemand, der wertvolle Silberteile beleihen kann. Den ganzen Tag wurde er festgehalten, bis sich das Missverständnis aufklärte. Die New York Daily Tribune bietet ihm an, regelmäßig Artikel zu veröffentlichen, doch Karl kann kein Englisch. Engels schreibt wöchentlich 2 Artikel und Karl sendet sie unter seinem Namen nach New York. Erst nach einem Jahr ist er soweit, die Artikel selbst zu schreiben. Während Jenny in der kleinen Wohnung das alltägliche Chaos meistert, nach wie vor von Helene Demuth unterstützt, kann Karl in der Bibliothek des British Museum flüchten. Jenny ist den psychischen Belastungen nicht gewachsen. Es wird von hysterischen Ausbrüchen und Weinkrämpfen berichtet. Dass Karls Schriften in Deutschland veröffentlicht oder auch nur dahin ausgeliefert werden, verhindert die preußische Polizei sehr erfolgreich. Nun wird auch noch Edgar kränkelnd. Jenny ist, wie meistens, schwanger. Am 16. Januar 1855 kam Eleonore Marx zur Welt. Später wurde sie Tussi genannt. Rechte Freude über das Kind wollte zunächst nicht aufkommen. Immerhin war der Lieblingssohn Edgar immer noch krank und Eleonore nur ein Mädchen. Jenny unterbrach nur für einige Tage ihre Arbeit. Eine Amme wurde gesucht und gefunden, die dieses Mal aber vor allem von den beiden älteren Schwestern beaufsichtigt wurden. Der Schock über den Tod von Franziska saß bei allen noch tief. Edgars Gesundheitszustand verschlechterte sich in dieser Zeit rapide. Jenny, die vor Kummer zusammenbrach, nahm außer Edgar nichts anderes mehr wahr. Die großen Mädchen kümmerten sich um die kleine Eleonore. Karl saß Tag und Nacht am Bett des Jungen. Am 6. April 1855, zwischen 5 und 6 Uhr morgens, starb Edgar in seinen Armen. In dieser Nacht wurden Karls Haare schlohweiß. Dies war der größte Schock im Leben von Jenny. Sie jammerte Tag und Nacht. Wenn beide bis dahin auch alle Schicksalsschläge ohne bedeutende Namen hingenommen haben, vom Tod des kleinen Edgars konnten sie sich nie wieder ganz erholen. Peter Imand, ein deutscher Kommunist, stellte den beiden sein Cottage in der Nähe von London zur Verfügung. Jenny und Karl reisten allein dorthin. Aber der Hausarzt, aus Angst, um sein Geld geprellt zu werden, schickte den beiden die Polizei hinterher, zu einer Zeit, als man wegen Schulden noch im Gefängnis landen konnte. Deshalb flüchteten Karl und Jenny für 3 Wochen zu Engels. Nur so konnten sie dem Trauerhaus entkommen. Es war der einzige Besuch Jennys im Hause Engels, der in Manchester immer noch mit Mary Burns zusammenlebte, ohne verheiratet zu sein. Selbst in diesen 3 Wochen, in denen sie das Haus teilten, weigerte sich Jenny, Mary auch nur wahrzunehmen. Kleine Erbschaften und Geldsendungen von Engels bewahrten die Familie vor dem Bankrott. Nach dem Tod von Mutter Caroline zieht die Familie an den Stadtrand. Doch die Abgeschiedenheit zur Stadt im unfertigen Neubaugebiet, für den Kohlenhändler im Winter war schon wieder kein Geld da. Jenny verfällt in Depressionen. Das 7. Kind stirbt nach wenigen Stunden, erhält nicht einmal einen Namen. Ich gehe davon aus, dass es ein Junge war, es ist nicht eindeutig nachzuweisen. Danach soll Jenny die sicherste aller Verhütungsmethoden praktiziert haben. Sie will kein Kind mehr. Durch diagnostizierte übertriebene Nervenaufregung ist sie so geschwächt, dass sie an Pocken erkrankt. Die Kinder kommen für 6 Wochen zur Familie Liebknecht, bis sie die durch Pocken entstellte Mutter wieder in die Arme schließen können. Sie erleiden alle von Karl sogenannten Proletarierkrankheiten. Am 6. Januar 1863 starb Mary Burns, die Lebensgefährtin von Friedrich Engels. Die Nachricht erreichte Jenny und Karl zu einer Zeit, als Gläubiger und Gerichtsvollzieher das Haus geradezu belagerten. Ohne ein Wort der Anteilnahme für Engels schilderte Karl in einem Brief nur ihre eigene Notsituation. Jenny schrieb gar nicht, was Friedrich Engels tief verletzte. Die Freundschaft zwischen Marx und Engels erlebte den einzigen wirklichen Bruch. Engels war äußerst verärgert, Karl über diesen Fehler zutiefst beschämt. Ein Entschuldigungsbrief von Karl vom 24. Januar beantwortet Friedrich: Ich bin froh, dass ich nicht auch mit der Mary gleichzeitig meinen ältesten und besten Freund verloren habe.
Dies ist die einzige Überlieferung, in der Karl Marx sich je für etwas entschuldigt hat. Auch wenn er einen Teil der Schuld auf Jenny abwälzte. Selbst über den Tod hinaus ignorierte Jenny die Lebensgefährtin des besten Freundes des Hauses. Diese Gefühlslosigkeit erscheint gegenüber Jennys anderen Charaktereigenschaften überaus befremdlich. Der Vorgang war damit für Engels zwar erledigt, aber vergessen konnte er ihn nie. Im gleichen Brief schilderte Karl, wie verzweifelt die Lage war. Jenny und Karl waren schweren Herzens übereinzukommen, sich für bankrott zu erklären. Dies hätte das Ende seiner wissenschaftlichen Arbeit bedeutet. Die Töchter hätten ihn das Elend gebracht, als Gouvernante ihr Leben zu fristen. Ihr Selbstbewusstsein wäre endgültig zerstört worden. Karl schilderte ausführlich, dass er mit Jenny allein in ein Boardinghaus, Armenhaus, übersiedeln wollte. Ihre finanzielle Lage war seit der Hochzeit oft verzweifelt gewesen. Sie hatten sich von Erbschaft zu Erbschaft gehangelt, ein geregeltes Einkommen gab es selten. Aber immer hatten sie einen Ausweg gefunden. Warum also solch düstere Prognosen ausgerechnet in dem einzigen Brief, in dem er sich für sein Verhalten entschuldigte? Diente dieser Brief nur dazu, die aufgrund Engels wirtschaftlicher Engpässe nur spärlich sprudelnde Finanzquelle neu zu akquirieren? Als Engels diesen Brief erhielt, lieh er sich selbst, ohne dass die Rückzahlung gesichert war, mittels eines Kundenwechsels 100 Pfund und sie an Karl weiter. Und wieder kamen zwei Erbschaften. Karls Mutter starb im November 1863, Wilhelm, genannt Lupus Wolf, im März 1864. Familie Marx bezog eine Stadtvilla am Haverstock Hill. Jenny erholte sich, man lebte plötzlich auf großem Fuß. Karl spekulierte sogar an der Börse, natürlich nur, um den Klassenfeind zu schädigen. Politisch wurde Karl als geistiger Führer der neu gegründeten Internationale bestätigt. Im Oktober 1864 wurde zum 21. Geburtstag von Tochter Jenny ein großer Ball gegeben. Die Gästeliste ist nicht bekannt, aber die Marx-Töchter pflegten in der Privatschule Umgang mit Kindern aus Londons höherer Gesellschaft. Alles war teuer und aufwendig. Das Orchester spielte bis 4 Uhr morgens. Es wurde die ganze Nacht getanzt. Jenny war glücklich. Ein gesellschaftliches Ereignis, wie sie es aus ihrer eigenen Jugend kannte. Auch fuhr man wieder in den Ferien ans Meer oder zur Kur, ging ins Theater und Konzerte. Die Gastfreundschaft im Hause Marx war großzügiger denn je. Jenny konnte wieder repräsentieren. Dies wurde auch vor allen politischen Freunden ausführlich gewürdigt. Man war gerne Gast im Hause Marx. Im Buch steht vorher noch die Zeit von der Londoner Weltausstellung, wo die gesamte Verwandtschaft ins Haus Marx strömte, wo kein Geld vorhanden war. Und insofern kann man das eigentlich nur im Zusammenhang sehen. Sie konnte endlich wieder so leben, wie es einer Baroness zukam. Das Kapitalband 1 wurde fertiggestellt. Inzwischen übernahm Tochter Jenny den Posten des Sekretärs. Und Laura Marx war eine der ersten Frauen, die einen Leserausweis für die Bibliothek im Britischen Museum bekam. Die Tochter wurden Flüge und von den jungen Kommunisten, die im Hause Marx ein- und ausgingen, umschwärmt. Laura verlobte sich mit dem Sohn wohlhabender Eltern, Paul Lafargue, der wegen politischer Betätigung von der Pariser Universität ausgeschlossen wurde. Während der Verlobungszeit übersetzten beide das Kapital ins Französische. Tochter Jenny wurde, wenn auch unter männlichem Pseudonym, in der Presse zur Expertin in der Irlandfrage. Die Proletarierkrankheiten, betroffen vor allem Karl selbst, kamen und gingen im Gleichklang mit dem wirtschaftlichen Auf und Ab. Materielle Sicherheit 1869. Und dann geschieht etwas, was die Familie Marx bis zum Lebensende von materieller Not befreit. Ende 1868 erhält Friedrich Engels durch den Tod seines Vaters eine große Erbschaft. Der Freund bezahlt ihre sämtlichen Schulden und sagt ihnen eine regelmäßige jährliche finanzielle Unterstützung von 350 Pfund zu. Eine Anmerkung, das war höher als der eines Bankdirektors zu dieser Zeit.
die vierteljährlich ausbezahlt wird. Friedrich Engels wusste schon warum. Kosten für Krankheiten und unvorhergesehene Ereignisse finanzierte Engels noch einmal zusätzlich. Mit dieser Summe konnte sie nun von nun an sorglos leben. Jenny und Karl sind jetzt 54 und 55 Jahre alt. Engels trat die Erbschaft an, verkaufte seine Beteiligung an Ehmann und Engels und legte das Geld klug und weitsichtig an. Mit einem Schlag waren Jenny und Karl ihre Schulden los. Es gab zwar noch kleine Unstimmigkeiten, Karl hatte Engels die Schulden aufgeführt. Nachdem Engels diese beglichen hatte, zeigte sich, dass Jenny weitere Schulden gemacht hatte, von denen Karl nichts gewusst hatte oder nichts hat wissen wollte. Nach ernsthafter Ermahnung bezahlte Engels auch diese Beträge. Einerseits war Jenny froh, endlich nach 25 überwiegend entbehrungsreichen Jahren an der Seite von Karl Marx wieder finanzielle Sicherheit zu haben. Andererseits demütigte es sie, dass sie gerade von dem Mann abhängig waren, mit dem sie sich Karl im wahrsten Sinne des Wortes teilen musste. Engels zog mit Lizzie Burns, der Schwester der ersten Lebensgefährtin, in die Nachbarschaft der Familie Marx. Täglich war er nun Gast im Haus. Jenny überwand sich und befreundete sich mit ihr an. Gemeinsam wurden Reisen und die legendären Picknicks unternommen. Karl führte die politische Arbeit weiter. Der zweite Band des Kapital und weitere Veröffentlichungen kamen nicht so recht voran. Jenny widmete sich wieder dem Theater, schrieb Kritiken unter Pseudonym in der Frankfurter Zeitung und widmete sich den Enkeln. 1876 erkrankte Jenny an Leberkrebs. Ausgiebige Kuren, eine seit der Kindheit ersehnte Reise in die Schweiz folgten. Opiumpräparate halfen gegen die Schmerzen. Jennys Sterben dauerte Monate. Karl war nicht mehr in der Lage, seine wissenschaftliche Arbeit fortzuführen. Seit Oktober war auch er mit einer quälenden Bauchfellentzündung ernsthaft erkrankt. Tussi pflegte Karl, saß Tag und Nacht in seinem Zimmer, obwohl sein Zustand zwar lästig, aber nicht lebensbedrohend war. Laura pflegte Jenny, die im Sterben lag. Beide lagen Zimmer an Zimmer, die Türen waren offen. Er litt schrecklich am Sterben seiner Frau, die mit Hilfe von Morphiumspritzen bis zum letzten Moment klar bei Verstand geblieben war. Am Bett saßen Karl, Laura, Tussi und Helene Demuth. Später schrieb Tussi an Karl Liebknecht: Mohr überwand noch einmal die Krankheit. Nie werde ich den Morgen vergessen, an welchem er sich stark genug fühlte, in Mütterchens Stube zu gehen. Sie waren zusammen wieder jung. Sie ein liebendes Mädchen und er ein liebender Jüngling, die zusammen ins Leben eintraten und nicht ein von Krankheit zerrütteter alter Mann und eine sterbende alte Frau, die fürs Leben voneinander Abschied nahmen. Am 2. Dezember 1881 starb Jenny Marx. Ihre letzten überlieferten Worte richtete sie an Karl auf Englisch: Karl, my strange is broken. Einen sehr schönen Bericht über Jenny Marx schrieb Friedrich Lessner, Mitglied des Bundes der Kommunisten. Marx Haus stand jedem zuverlässigen Genossen offen. Die angenehmen Stunden, welche ich wie viele andere in seinem Familienkreis verlebt habe, sind mir unvergesslich. Hier glänzte vor allem die ausgezeichnete Frau Marx, eine große, selten schöne Frau, vornehm in äußerer Erscheinung, dabei aber so außergewöhnlich gutmütig,